Ja, vielen Dank, Hannes, für die Einladung hier nach Berlin. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich sollte hier heute Abend einen Vortrag für BewusstTV aufnehmen. Dann habe ich gemerkt, da kann ich gar nicht. Da habe ich einen Vortrag in Berlin. Zum Glück hat sich jemand im Publikum gefunden, der die Kamera bedient. Also wir wollen das hier auch für BewusstTV aufzeichnen. Ja, ich begrüße alle, die so zahlreich erschienen sind und auch die vielleicht dienstlich hier sind. Und ich muss mich entschuldigen, weil ich ja nicht weiß, was jeder Einzelne von diesem Vortrag erwartet. Der eine wird sagen, das kenne ich schon alles, da ist nichts Neues. Der andere, für den ist das vielleicht alles nicht ausführlich genug. Es ist also nicht einfach, es jedem recht zu machen, aber ich versuche einfach ein bisschen zu erzählen in der ersten Stunde vielleicht, was mir so wichtig ist. Im Moment, wir leben da in einer spannenden Zeit, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, was für Schlüsse ich gezogen habe, was mir einfach im Moment hilft, das Leben besser zu ertragen. Und dann machen wir ein bisschen eine Pause und dann können Sie Ihre Fragen stellen, denn das ist mir eigentlich wichtig, dass ich jetzt nicht völlig an Ihnen und Ihren Erwartungen vorbeirede. Aber ich kann natürlich nicht, ist nicht jedem recht machen. Und ich habe auch nicht die Wahrheit gepachtet, das muss ich auch gleich sagen. Wenn Sie es vielleicht erwartet haben, dann müssen Sie zum anderen Vortrag gehen. Ich weiß nicht alles und ich rede nur über das, so wie ich die Dinge verstehe. Das kann jemand anderes völlig anders sehen und das ist ja auch völlig okay. Mir ist immer wichtig, dass jeder seine eigene Wahrheit und sein eigenes Verständnis des Universums findet und dass ich die Menschen dazu anregen möchte, über Dinge nachzudenken, wo man vielleicht schon sehr früh im Leben gedacht hat, ach, okay, da weiß ich ungefähr Bescheid. Es ist tatsächlich so, ne? Wenn man so 15, 16, 17 ist, dann denkt man ungefähr, dass man weiß, wie die Welt funktioniert. Und ab da ja, besteht sich entweder das oder manches nicht. Und der eine oder andere fällt vielleicht irgendwann aus den Wolken, wenn er merkt, dass die Dinge doch vielleicht teilweise anders sind. Da gehört natürlich auch ein bisschen Mut zu, sich zu öffnen, sein eigenes Weltbild sozusagen auch immer wieder in Frage zu stellen. Denn wie gesagt, die meisten Menschen denken irgendwann, sie haben ungefähr einen Überblick, wie die Welt funktioniert. So, das will ich heute Abend alles in Frage stellen. Und es geht in alle Bereiche des Lebens. Ich rede sozusagen über Gott und die Welt. Denn wenn wir uns die Welt angucken, hat natürlich auch vieles damit zu tun: Kriege, Hunger, Leid und so weiter. Es hat vieles. Viele Kriege sind eben auch aus Glaubensunterschieden heraus. Und da frage ich mich immer, und ich habe mich immer gefragt, gibt es denn nicht etwas, was das alles vereinen könnte, indem man vielleicht irgendwo einen Glauben oder eine Vorstellung findet, die so überzeugend ist, so klar ist, dass jeder sie verstehen kann und dass man sich dann nicht darüber streiten muss und sagen muss, dass die anderen sind Ungläubige, die muss man vielleicht töten oder was auch immer, oder Krieg führen, weil die anderen vielleicht eine andere Vorstellung haben. Das hat mich immer interessiert. Ich habe mich immer auf diesem Planeten gefragt, bin ich hier vielleicht falsch gelandet? Aber natürlich nicht. Ich habe mich ja ganz gezielt hier inkarniert, um in dieser Zeit hier zu sein. Und es ist eine der spannendsten Zeiten oder vielleicht die spannendste Zeit der Menschheitsentwicklung im Moment zumindest, weil sehr vieles im Wandel ist und darüber will ich auch reden. Aber vielleicht zu Anfang so ein bisschen die Grundlagen. Ich habe, wie gesagt, diese Glaubensvorstellungen sind mir wichtig und zwar nicht, weil ich Ihnen irgendeine Religion nahebringen will, sondern im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass Religionen auf diesem Planeten eher dazu da sind, die Menschen zu verwirren und von Gott zu entfernen, anstatt ihn nahezubringen. Wir haben hier mehr so die christliche Vorstellung und es gibt so ein paar Bibelstellen. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, der jetzt irgendwie bibelgläubig ist, aber ich mache mir einfach manchmal Gedanken darüber, was das für eine Gottesvorstellung ist, um einfach das zu trennen, Gott zu trennen von Konzepten, die mich daran hindern, Vertrauen in Gott zu finden. Mir ist das eigentlich wichtig, immer wieder auf die Suche, an was kann ich glauben, in was kann ich vertrauen? Gibt es eine Ordnung im Universum, gibt es eine ordnende Kraft oder ist doch alles irgendwo eher chaotisch und es kann alles Mögliche passieren? Ich habe keinen Einfluss darauf und
Mir kann der Himmel auf den Kopf fallen sozusagen, wenn ich nicht aufpasse. Ich weiß es nicht. Oder gibt es eben etwas, in das ich vertrauen kann? Wie gesagt, so die Religionen, die machen es schwer. Ich habe so ein paar Bibelstellen einfach, wo ich mich frage, was ist das für eine Gottesvorstellung? Und wieso gibt es Menschen, die sich dann nicht fragen, wenn sie die Bibel lesen? Heute darf man sie ja lesen. Es gab ja Zeiten, da war die Bibel eben ein geheimes Buch. Zum Beispiel 2. Moses 12, denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter den Menschen und unter dem Vieh und will meine Strafe beweisen an allen Göttern der Ägypter, ich der Herr. Da frage ich mich, was ist das für ein Gott? Also ich verstehe unter Gott eigentlich der Schöpfer, den Schöpfer des Universums, und dann geht der da durch Ägypten und tötet alle Erstgeborenen. Und dann sagt er noch, ich will meine Strafe beweisen an allen Göttern der Ägypter. Also es gibt noch alle andere Götter. Es gibt nicht nur diesen einen Gott, sondern der ist quasi eifersüchtig auf die anderen Götter. Ist das nicht unglaublich? Dann müssen wir uns doch fragen, ist das der einzige Gott, den wir vorgesetzt bekommen? Oder wenn es andere gibt, vielleicht sind die ja ganz viel besser oder viel netter, ich weiß es nicht. Jedenfalls, so Fragen stelle ich mich dann. Und das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, darin ihr seid, dass, wenn ich das Blut sehe, an euch vorübergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Ägyptenland schlage. Frage ich mich auch. Der Schöpfer des Universums geht also durch Ägypten, will alle Erstgeborenen töten, aber sein auserwähltes Volk, das dann soll dann Zeichen von Blut eines frisch geschlachteten Lammes an die Türpfosten machen, damit der Schöpfer des Universums das unterscheiden kann, die Ägypter und sein auserwähltes Volk. Frage ich mich auch. Ja, irgendwie schon merkwürdig. Denn Jahwe, euer Gott, ist der Gott aller Götter. Und es gibt immer Leute, die sagen, es wäre alles ganz einfach, wenn sich alle an die 10 Gebote halten würden. Das erste Gebot ist aber gleich, ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus Ägypten geführt hat und ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Erstmal hat mich Gott nicht aus Ägypten geführt und zweitens frage ich mich, wieso muss er sagen, ich soll keine anderen Götter haben, wenn er der Schöpfer des Universums ist? Dann ist doch da überhaupt gar kein Zweifel. Dann kann er doch sagen, da können auch andere Leute gerne sagen, dass sie Gott sind. Ich weiß ja, dass ich es bin. Ich habe das hier alles erschaffen. Das sind so Dinge, wo ich mich frage, was sind das für Gottesvorstellungen? Und die machen ja auch Angst, ne? Wenn Gott da, ich habe eine ganze Menge von Bibelzitaten in meinen Büchern, auch ich will die gar nicht alle vorlesen, einfach nur, weil ich da das Gefühl habe, vor diesem Gott muss man ja Angst haben. Da weiß man nicht, was als nächstes kommt. Irgendwie tötet er sehr viel, vernichtet ganze Völker und ist sehr rachsüchtig, eifersüchtig und scheinbar reut es ihn, dass er den Menschen geschaffen hat. Ein bisschen wankelmütig, der Gute. Ne? Also das sind so Dinge, wo ich frage, ist es hilfreich, Gott zu finden? Also ich schmeiße das dann lieber über Bord, da mache ich mich natürlich nicht immer beliebt mit, aber ich denke, wir können Gott vielleicht viel einfacher finden, wenn wir das alles mal beiseite lassen. Also ich habe schon eine Vorstellung von einem liebevollen Gott, einem Schöpfer des Universums, von dem ich ein Teil bin, der nicht jetzt irgendwo, was weiß ich, weit weg ist oder im Vatikan oder in irgendeiner Kirche und ich brauche Priester, die mir was vermitteln. Und ich glaube, der ist hier, in jedem von uns hier im Saal, in allem, was ist. Es gibt nichts außerhalb von Gott. Das ist meine Vorstellung. Vielleicht noch kurz darauf einzugehen, dass natürlich ich auch verstehe, dass Menschen in jungen Jahren, wenn sie Religionsunterricht zum Beispiel haben und solche Stellen lesen, dann vielleicht irgendwann sagen, das ist Quatsch, ich glaube nicht an Gott. Kann ich verstehen, aber das ist natürlich auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Denn würde das Universum wirklich eine sinnvolle Ordnung haben, wenn keine ordnende Kraft dahinter ist? Also wir wissen doch, wenn wir Sachen einfach sich selber überlassen und nichts tun, dann verfallen die und die verbessern sie nicht von alleine. Aber die Evolutionstheorie sagt, dass wenn ich die Kamera da jetzt 1 Million Jahre stehen lasse, dann ist irgendwann Ultra-HD drin.
Der Chip hat die 10-fache Auflösung, das Objektiv hat 20 mal mehr Zoom und so weiter, Mikrofon ist viel rauschärmer. Das heißt also, das würde sich von alleine entwickeln, einfach durch Zufall, durch Evolution? Glaube ich nicht. Aber gut, das ist, wie gesagt, das kann jeder selber glauben, aber wie gesagt, für mich ist es wichtig, eben meine Gottesvorstellung zu trennen von diesem ganzen Mist, der zumindest im Alten Testament teilweise ist. Ich will nicht alles schlecht machen, gibt auch schöne Stellen. Ich hoffe, ich trete hier wirklich niemandem zu nahe. Aber wie gesagt, wir haben aus dieser Gottesvorstellung Kriege mit Millionen von Toten über Jahrtausende. Da sind so viele Völker vernichtet worden und gegeneinander gehetzt worden, weil die einen meinen, sie sind Gott näher als der andere. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Ich glaube, wie gesagt, dass wir alle Teil der Schöpfung sind und dass wir sogar in diesem Schöpfungsprozess als Schöpfer beteiligt sind. Ich will vielleicht mal versuchen zu erklären, wie ein Bild wäre, wie ich mir vorstellen könnte, wie das alles entstanden ist. Und zwar fand ich sehr interessant, es gibt Leute, die machen ja so Rückführungen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also so Kindheit und dann vielleicht sogar vorgeburtlich und dann noch weiter zurück in frühere Inkarnationen. Und es gibt Menschen, die haben das noch weiter zurück, an den Anbeginn der Menschheit und noch weiter zurück, Milliarden von Jahren bis an den Anbeginn aller Zeiten. Und da ist es einfach so, dass es im Grunde nichts gibt, außer eine Singularität. Alles, was ist, es gibt keinen Raum, es gibt kein Universum, es gibt keine Sterne, keine Zeit. Es gibt nur diese Singularität, das ist ja im Grunde ähnlich wie beim Urknall, da gibt es erst nur die Singularität, die hat also keine Ausdehnung. Kommen die Russen oder was? Jedenfalls, diese Singularität ist alles, was ist. Und irgendwann hatte diese Singularität dieses Etwas, was gar nicht an irgendetwas zu messen ist, weil es nichts anderes gibt, die Idee, sich selber zu teilen. Und dann war da auf einmal, wir können das Gott nennen oder egal, alles was ist, also Gott 1, Gott 2, männlich, weiblich oder wie auch immer, Gott A, Gott B. Jedenfalls hat sich diese Singularität geteilt, dadurch entstand schon mal die erste Dimension und jetzt konnte Gott sich selber betrachten. Und wie auch immer man sich das vorstellen mag, es gab ja noch nichts überhaupt sonst, sodass man auch überhaupt keine Worte dafür haben kann, keine Begriffe, die unser Verstand begreifen kann, weil es nichts außerhalb gibt. Man kann sich nicht vorstellen, ob das groß oder unendlich groß oder unendlich klein, so wie auch immer ist, weil man nichts hat, woran man es messen kann. Jedenfalls war diese Erfahrung, diese Idee, dass Gott sich geteilt hat, auf einmal so toll, weil er auf einmal ja, nicht mehr alleine war und sich miteinander irgendwie ja, sich selber betrachten konnte oder spiegeln konnte oder wie auch immer. Ich war nicht dabei oder vielleicht doch. Jedenfalls kann ich es nicht so beschreiben, weil in unserer Sprache und so, in dieser 3D-Welt, können wir uns das einfach nicht vorstellen. Aber vielleicht können wir uns vorstellen, wie das dann weitergeht, dass er gesagt hat, Mensch, das ist ja toll, das mache ich gleich nochmal. Und dann haben sich aus diesen zwei Zellen sozusagen, wie bei der Zellteilung, nochmal durch eine Teilung vier Zellen ergeben. Und dann gab es noch mehr Möglichkeiten, fantastisch, immer mehr, da kommt man, ach, das ist Gott 1, Gott 2, ach, das ist interessant und da und so. Ne? Und wenn man sich das vorstellt, dass man, das ist ja so toll, machen wir gleich nochmal, kann man sich vorstellen, dass dieser Prozess immer weitergegangen ist, dass Gott sich sozusagen immer mehr geteilt hat, weil es dann immer mehr Möglichkeiten gab. Dadurch entstand auch der Raum, ne, zwischen Teil A und B und D, E. Da haben wir auf einmal schon zwei, drei Dimensionen und so weiter. Der Raum entsteht, die Zeit entsteht vielleicht, weil wir sagen, es gibt vor der Teilung und nach der Teilung, wie auch immer. Und diese Teilung Gottes, die immer mehr Möglichkeiten ergab, die ist myriadenfach einfach weitergeführt worden, weil es einfach so fantastisch war, diese Idee, dass man sagt, ja, das machen wir einfach weiter. Das gibt immer mehr Möglichkeiten, unendliche Möglichkeiten. Kann man sich vorstellen, dass wir alle hier ein Teil sind von diesen unendlichen Teilen von Gott. Und dass wenn wir sagen, Gott oder dieses alles, was ist, ist der Schöpfer, dass wir dann Teil dieses Schöpfers sind und
Teil dieses Schöpfungsprozesses, dass wir mittendrin sind, zu erschaffen. Und dass wir aber scheinbar auf diesem Planeten, der natürlich nach einer ganz langen Entwicklung, auf der Entfernung von Gott sozusagen entstanden ist, dass wir hier jetzt auf einem Planeten sind, wo wir total vergessen haben, dass wir Teile von Gott sind. Vielleicht absichtlich, vielleicht wollten wir einfach diese Erfahrung mal machen. Das ist vielleicht so wie ein kleines Kind, das sagt, naja, die Eltern sind ja toll und das ist alles super hier zu Hause, aber ich will jetzt mal raus. Und dann vielleicht sagt, na, ich habe keine Eltern. Kann ja auch sein, ne? Dass jemand sagt, sogar die eigenen Eltern leugnet und weil die streng waren oder was auch immer. Und dann sagt man, ich gehe jetzt raus und die können mich mal. Die einen kennen mich, die anderen können mich. Wir sind also hier vielleicht, weil wir diese Erfahrung machen wollten, wie das ist, nicht im vollen Bewusstsein zu sein, Teil von Gott zu sein. Einfach um mal zu gucken, wie das ist. Und vielleicht hat es sogar Wesenheiten gegeben, die auch Teil dieses Schöpfungsprozesses sind, die aber gesagt haben, okay, ich glaube nicht an einen Schöpfer. Ich bin ja selber viel größer als Gott oder was auch immer, die also Gott leugnen. Und man kann sich vorstellen, dass in diesem alles, was ist, alles möglich ist. Also auch die totale Abkehr von der Quelle und zu sagen, glaube ich nicht, dass da irgendwo ein Gott ist. Und dass es also Wesenheiten gibt, die sich über Gott gestellt haben oder Gott leugnen oder wie auch immer und dass die vielleicht auf diesem Planeten sehr viel manipuliert haben, um uns allen oder allen Wesen, die auf diesem Planeten inkarnieren, die vergessen zu lassen, dass sie eigentlich ursprünglich göttliche, geistige, schöpferische Wesen sind. In diesem Zustand befinden wir uns momentan auf diesem Planeten. Aber wir fangen langsam an, uns wieder zu erinnern. Das Bewusstsein kommt nach und nach immer mehr raus, dass wir schöpferische Wesen sind. Vielleicht nicht so, dass wir einfach was denken und sofort ist es da. Das wäre, glaube ich, auch eine Katastrophe. Also was ich manchmal denke, das wollen wir besser gar nicht sehen. Und vielleicht ist das auf diesem Planeten nicht so direkt, dass wir erschaffen. Aber vielleicht haben wir es ja einfach nur selber so erschaffen, dass wir hier einfach diese Schöpferqualitäten vergessen haben, um eben uns als getrennt zu empfinden, wie das ist und ja, uns irgendwann dran zu erinnern, eigentlich ist es dieses Gefühl der Trennung und dieses Alleinsein und diese Trauer und diese ganzen Kriege und dieses ganze Leid ist ja eigentlich auch nicht wirklich schön, ne? Eigentlich wäre es ja schön, wenn wir irgendwie wieder zusammenkämen und uns vielleicht bewusst würden, dass wir alle Teil von Gott sind. Da sind wir wahrscheinlich auf diesem Planeten meilenweit von entfernt, aber vielleicht durch die Beeinflussung auch und vielleicht ist einfach auf diesem Planeten dieses Gesamtbewusstsein so weit gesunken, dass wir das vergessen haben. Aber ich will diese Welt gar nicht so schlecht machen. Gut, wir haben unendliches Leid, unendliche Grausamkeiten auf diesem Planeten, aber ich würde auch sagen, wir richten natürlich unsere Aufmerksamkeit auch immer genau dahin, wo gerade was Schlimmes passiert, ne? Wo Überschwemmungen sind, Krieg und Terroranschläge und was weiß ich. Dass in der gleichen Zeit, wo da irgendwelche Leute sich die Köpfe einschlagen, Milliarden Menschen auf diesem Planeten friedlich miteinander leben und miteinander umgehen und Familien erzeugen und sich lieben und sich fortpflanzen und was weiß ich, das wird dabei leicht übersehen. Wir richten heute durch unsere Massenmedien immer unsere Aufmerksamkeit genau dahin, wo es weh tut, ne, wo die schlimmen Dinge sind. Obwohl die schlimmsten Dinge werden noch nicht mal erzählt. Es gibt unendlich grausame Dinge auf diesem Planeten. Aber wenn wir dauernd uns damit befassen, dann denken wir natürlich, dieser Planet ist ja eine völlige Katastrophe. Ich sehe das eigentlich ein bisschen positiver. Ich halte die Menschen nicht für so schlecht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie sehr einfach natürlich dieses Wissen unterdrückt wird von irgendwelchen Kräften, die uns dann vielleicht nicht gesagt haben, hey, ihr seid göttliche Wesen, das macht ja der Papst nicht. Der sagt nicht, Mensch, ihr seid alle Teil von Gott, steht mal auf, ihr seid klasse, sondern der sagt, Gott ist da oben irgendwo und entweder ihr seid brav und dann kommt er in den Himmel oder ihr kommt in die Hölle oder ins Fegefeuer oder irgendwas.
Das sind ja alles Vorstellungen, die nicht wirklich gerade hilfreich sind, um Gott zu finden und Vertrauen zu haben. Also, das wird in diesen westlichen Religionen, die wir haben, nicht gelehrt und nicht gefördert. Aber irgendwo in uns spüren wir, oder die Sekretärin oder der Hartz-IV-Empfänger, wir sind auf diesem Planeten von klein auf immer klein gemacht worden, also selbst als wir noch so klein waren, aber selbst als wir größer wurden, werden ständig klein gemacht und kriegen lauter Programme, dass wir ungenügend sind, dass wir erst noch was werden müssen, dass wir uns verbessern müssen, dass wir es wahrscheinlich niemals schaffen werden, dass wir hässlich sind und schwach sind und dumm sind und was weiß ich, was man uns alles irgendwo im Laufe unseres Lebens eintrichtert. Und dieses Gefühl ist natürlich nicht gerade hilfreich, wenn wir uns wieder daran erinnern wollen, wie groß wir eigentlich sind. Glauben Sie nicht, dass ich mich groß fühle. Ich habe genau die gleichen Komplexe und die gleichen Ängste wie Sie alle. Und ich muss mich schon immer ein bisschen überwinden, mich hier vorne vor so viele Menschen zu stellen, weil dann denke ich, ja, jetzt gucken die so komisch, ist mein Hosenstall vielleicht auf, oder? Die denken auch, Mann, ist ja alt geworden, oder der hat ja auch, der ist ja auch dick, oder was weiß ich immer. Also so viele Dinge, die einen unsicher machen, weil wir alle als Kind mal gehört haben, wie sieht der denn aus und wie geht der denn und wie spricht der denn und so weiter. Aber ich hatte immer das Gefühl, da ist irgendetwas Tröstliches, irgendetwas in mir, das darüber hinweg tröstet, dass im Außen doch so viel Gemeinheiten und üble Dinge geschehen. Und was ich ganz gern mache, ist manchmal die Leute zu fragen, wer das auch spürt. Und ich möchte einfach mal den Versuch machen, weil ich das eigentlich immer ganz schön finde. Wer hat denn in sich, einfach jetzt nicht gucken, wer rechts und links vielleicht das auch hat, es geht nicht darum, was jetzt die anderen denken, sondern wer hat in sich das Gefühl, dass er eigentlich doch ein größeres Wesen ist, als das, was über das sie definiert werden, über ihren Beruf oder wie viel Geld sie verdienen oder wie auch immer. Also wer das Gefühl hat, eigentlich sind wir alle großartige Wesen, der kann ruhig mal aufstehen. Das würde mich mal interessieren, wie das ist. Ach, da stehen gleich alle auf. Ich habe gesagt, sie sollen sich jetzt nicht an den anderen orientieren, aber gut, danke, das ist einfach toll. Ich wollte einmal Standing Ovations haben, nein. Es ist aber einfach toll, dass ganz viele Menschen das spüren. Trotz all der Manipulationen, die wir ja nicht nur in diesem Leben bekommen haben, sondern über Jahrtausende. Ich kann mir sehr gut vorstellen, diese Gottesvorstellung, die wir in der Bibel finden, dass das gar nicht Gott ist, sondern dass das Außerirdische sind, die als Götter angesehen wurden. Ich fand, als ich jünger war, das Buch von Erich von Däniken sehr interessant, den Titel »Waren die Götter vielleicht Astronauten?« Ist eine interessante These, oder? Also dieser Gott, der dann durch Ägypten geht und die Erstgeborenen tötet und der den einen sagt, ich werde euch verteidigen und bringe die anderen Völker um die Ecke, damit ihr stark werdet und so weiter. Das könnte ja sein, das ist ein Außerirdischer, der sich als Gott ausgegeben hat. Und dann sind da vielleicht noch andere Götter, vielleicht sind das noch andere, wer auch immer. Also diese Vorstellung von Gott, die sollten wir über Bord werfen, um vielleicht zu begreifen, dass alles, was uns begegnet, göttlich ist. Es gibt nichts außerhalb von Gott. Und es wäre vermessen zu sagen, irgendjemand ist weiter entfernt von Gott als ich. Vielleicht haben wir uns von Gott getrennt, aber Gott hat sich niemals von uns getrennt. Es gibt ja diese Vorstellung, dass Leute sagen, ja, aber wenn es Gott gibt, warum lässt er dann das alles zu, diese Kriege und das Leid und die Krankheiten und so weiter? Das ist eigentlich eine dumme Frage, ne? Denn er lässt es natürlich zu. Das ist so ähnlich, als wenn ich sagen würde, wenn ich in mein Zimmer gucke und dann sage, wie kann Gott es zulassen, dass meine Bude so ein Saustall ist? Das ist ja Quatsch, wenn ich nicht aufräume, dann kann ich Gott nicht dafür verantwortlich machen, dass meine Bude nicht aufgeräumt ist, oder? Und wir haben diesen Planeten nicht aufgeräumt. Es ist ein Saustall, teilweise, aber da können wir Gott doch nicht verantwortlich machen. Gott hat uns die freie Wahl und den freien Willen gegeben und wir können alles Mögliche machen, wir können alles ausprobieren. Einfach zu sehen, wie das ist. Und wir machen ziemlich schräge Dinge auf diesem Planeten, muss man sagen. Aber vielleicht erkennen wir nach und nach jetzt, wohin uns das führt
müssen uns dann fragen, wollen wir so weitermachen? Und da bin ich einfach bei der Vorstellung, dass wir im Moment in einer Zeit leben, in der ein Bewusstseinswandel stattfindet. Woran kann man das festmachen? Es gibt Leute, die sagen, naja, das geht genauso weiter wie immer. Es gibt genauso Krieg und Leid wie vor 50 Jahren und vor 100 Jahren. Ich glaube, wir haben heute Zugang zu sehr viel mehr Wissen als vor 50 Jahren, selbst vor 10 Jahren oder 5 Jahren. Heute sind Dinge selbstverständlich, die vor 5 Jahren noch ganz geheim waren. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe mit diesen ganzen Dingen, wo man dann irgendwelche Texte kopiert kriegt hat, so auf dem Zettel, die waren schon 10-mal kopiert, die konnte man kaum noch lesen. Es gab ja kein Internet so, als das anfing, und da hat man also irgendwo Sachen kopiert und da dachte man, oh, das ist ja spannend, was, es gibt Außerirdische und so weiter und was weiß ich, die kleinen Grauen und so weiter. Dann kam Akte X und dachte man, oh toll, da kommt das endlich mal im Fernsehen. Heute ist das alles irgendwie selbstverständlich, ne? Jeder weiß irgendwo, wie die kleinen Grauen aussehen. Vielleicht nur im Film, ob er dran glaubt, ist auch egal. Aber wir haben heute unglaublich viel Wissen und nicht nur über Außerirdische, das ist, können wir glauben oder nicht, aber es ist ganz klar, wenn Gott sich so myriadenfach geteilt hat, dann gibt es eigentlich nichts im Universum, was kein Leben hat. Das ist alles Teil von Gott und es gibt dann keine unbelebten Planeten. Vielleicht sehen wir das Leben nicht so wie wir, weil nicht alles so dreidimensional und so physisch ist wie auf diesem Planeten. Aber ich bin überzeugt, alles im Universum ist beseelt und belebt. Es gibt nichts außerhalb davon, es gibt nichts Totes. Diese Vorstellungen von Gott, wie gesagt, haben uns daran gehindert, aber wir haben heute Wissen oder einfach auch diese Ideen, die uns anregen, uns damit zu befassen. Viele Autoren, ich bin ja jetzt nur ein kleines Licht irgendwo als Autor, es gibt so viele Autoren, die sich ihre eigenen Gedanken gemacht haben und die ihre Vorstellungen von Gott oder von der Welt niedergelegt haben. Und das ist viel mehr und viel freier, als das jemals vor 50 oder vor 100 Jahren so möglich war. Deswegen, ich glaube, wir haben heute wirklich Zugriff auf Wissen. Wir brauchen nur ins Internet gucken und irgendwo unter irgendeinen Suchbegriff einzugeben und wir finden eigentlich alles. Und mit den Kriegen, ja, früher hat das so eigentlich ganz zuverlässig funktioniert, dass einige wenige Kriegspropaganda verbreitet haben. Und dann haben sie gesagt, oh ja, da müssen wir jetzt Krieg machen. Da sind die bösen Feinde. Da ziehen wir jetzt in den Krieg. Da waren die Söhne in den Familien immer ganz stolz zu sagen, okay, ich ziehe jetzt die Uniform an, ich werde Soldat, ich kämpfe für das Gute, weil die Bösen sind ja die anderen. Heute funktioniert das noch? Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht mehr. Ne? Wie lange trommeln die jetzt schon für den Syrienkrieg? Klar, es gibt Leute, die sagen, ja, das kann ja noch kommen. Kann noch kommen, aber ich habe das Gefühl, das klappt einfach nicht mehr so. Diese Dinge haben sich überlebt. Wie oft hat man uns belogen? Wie gesagt, vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren, da haben die Leute das nicht hinterfragt, wenn in den Medien gesagt wurden, das Nachbarland, das, wieso geht das Mikrofon immer lauter und leiser? Das ist ja komisch hier, ne? Könnt ihr mich verstehen, ja? Da haben die Leute das nicht hinterfragt. Vielleicht einige wenige, die einfach nicht in den Krieg wollten oder da vielleicht sich mit befasst haben. Aber heute sind das wirklich immer mehr Menschen, die fragen, Moment mal, ihr habt ja damals im Irak auch gesagt, der Saddam, der hat Massenvernichtungswaffen und jetzt müssen wir das Land platt machen. Inzwischen wissen wir, dass das Lügen waren. Und jetzt erzählt er wieder, Assad hat irgendwie Chemiewaffen irgendwo gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Was für ein Unsinn. Aber die Leute glauben es nicht mehr. Es wird noch so getan, als würde die Kriegspropaganda noch so funktionieren wie vor 100 Jahren. Aber die Leute glauben es nicht mehr. Es ist doch eine Unverfrorenheit, dass die UN-Inspektoren zwar gesagt haben, ja, es gibt Nachweise für Giftgas, aber wir können nicht sagen, wer es eingesetzt hat. Dann aber unsere Politiker, ob es Obama ist oder selbst unser Westerwelle, dann sagt, ja, der Assad war es. Und anstatt zu sagen, wir wissen es nicht, also müssen wir das erstmal klären, bevor wir da wieder ein Land platt machen. Da stecken natürlich ganz andere Interessengruppen hinter, die an die Rohstoffe wollen oder irgendwelche Pipeline durch wollen oder die das kleine Land im Nahen Osten das nicht will, dass es um das Land herum noch andere mächtige Länder gibt, die nicht so leicht zu kontrollieren sind.
Ich drücke mich mal ganz vorsichtig aus, weil sonst ist man gleich hier ein böser, böser Antisemit. Also das wollen wir ja nicht. Jedenfalls fragen immer mehr Leute, ob wir jetzt wieder in den Krieg ziehen müssen. Und selbst die Falken in den USA und selbst im Militär wird gemeutert. Die Leute sagen, wieso sollen wir jetzt Syrien angreifen? Wir wissen gar nicht, was das für eine Strategie ist. Was ist das Konzept dahinter? Was soll es uns bringen? Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber wir müssen bedenken, es gibt eben diese Kräfte, die seit Jahrhunderten die Weltgeschicke manipulieren und es sehr erfolgreich getan haben, weil sie auch immer so die Massenmedien und die Produktionsmittel kontrollieren konnten. Das heißt, die Zeitungen und die Fernsehsender, die sind natürlich unter Kontrolle. Und das, so konnten sie ganz gezielt dann natürlich immer die Menschen manipulieren und die Menschen haben das auch nicht wirklich hinterfragt oder zumindest hatten sie ja kaum die Möglichkeit, sich woanders zu informieren. Und heute haben wir die Möglichkeit, durch das Internet hauptsächlich, wird so vieles aufgeklärt und so vieles hinterfragt und es finden einfach immer wieder Gegenbeweise statt. Da hat zum Beispiel der Außenminister der USA, Kerry, hat dann ein Bild gezeigt, wo dann die Kinderleichen auf dem Boden liegen und da ein Kind rüberspringt und gesagt, das sind die Folgen des Giftgaseinsatzes von Assad. Dann haben Leute im Internet geguckt und haben gesagt, das ist ein Bild aus dem Irak aus dem Jahr 2003. Das heißt, die verarschen uns und legen uns alte Beweise vor oder sollen Beweise sein. Und es wird heute aber erkannt. Früher wurde das nicht so leicht erkannt. Früher konnte man das nicht so leicht überprüfen, was da wirklich läuft. Heute können wir das. Das heißt, ich sehe da drin tatsächlich eine besondere Zeitqualität, in der nämlich, man redet von Bewusstseinswandel, aber was ist es denn anderes, wenn wir heute mehr und mehr erkennen, wie der Hase läuft und nicht mehr alles schlucken, was die uns da irgendwo verkaufen. Klar, die Massenmenschen, die bewegen sich noch nicht. Es scheint immer noch so, dass die meisten jetzt noch brav wieder zur Wahl gehen und sagen, naja, wenn es die Merkel nicht macht, dann macht es der Steinbrück oder was auch immer, irgendwo ihr Kreuzchen machen. Sicherlich, die Massenmenschen, die zählen aber eigentlich nicht. Denn es sind immer einige wenige, die anfangen, neue Gedanken in die Welt zu setzen und irgendwann verbreiten sich diese Gedanken und springen über ins Massenbewusstsein. Beispiel 100. Affe, das ist ja so ein Bild dafür, wie das funktionieren kann. Das heißt, wer jetzt noch sagt, naja, ich sehe da nichts von bei den Massen, dass die erwachen, das ist nicht entscheidend. Es sind nicht die Massen, die erwachen vielleicht zuletzt, aber es sind einige wenige und es werden immer mehr Menschen, die aufwachen und anfangen, Dinge zu hinterfragen. Und in allen Bereichen. Und das ist wunderbar. Und im Gesundheitsbereich zum Beispiel, wir merken es immer mehr, wie sehr das Ganze aus Interessengründen besteht, das gesamte Gesundheitswesen, dass es nicht darum geht, dass die Menschen gesund werden, sondern dass da irgendwo Geld verdient wird und dass Profit gemacht wird. Und da wird sehr viel Geld verdient im Gesundheitswesen. Und da sollte sich jeder auch selber mit befassen. Es geht wirklich darum, dass wir erstmal erkennen, dass wir manipuliert werden und zwar, dass bestimmte Interessen dahinter sind, die davon profitieren, wenn wir einfach nicht drüber nachdenken. Und wenn wir nicht drüber nachdenken, dann sagen wir, ja, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt, der wird mir irgendwas verschreiben. Wenn ich drüber nachdenke und mich damit befasse, dann merke ich irgendwann, vielleicht ist das, was der mir verschreibt, gar nicht unbedingt das Beste. Weil wir merken ja, die Medikamente werden immer teurer und sogar Naturheilmittel, die werden mehr und mehr verboten. Kräuterwissen und so weiter, das wird in der EU, soll verboten werden. Im Grunde, man kann gar nicht mehr über Heilpflanzen und so weiter reden, ohne sich strafbar zu machen, wenn das so weitergeht. Weil natürlich Heilpflanzen nicht so teuer verkauft werden können, ne? Wie die pharmazeutischen Produkte. In der Pharmazie ist es so, dass zum Beispiel Krebsmedikamente, Medikamente ist ein schönes Wort, also Chemotherapie
Hunderttausende bei einem Krebspatienten bringen kann. Bei einem einzigen. Und es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausend Krebspatienten. Und da kann man sich vorstellen, wie viel Geld da im Umlauf ist. Und dass man da dann sagt, es ist jetzt nicht unbedingt unser Interesse, dass Leute selber erkennen, vielleicht was die Ursache von ihrer Krankheit ist und dass sie sich selber vielleicht heilen, indem sie sagen, ich vertraue entweder in Gott oder ich löse das auf oder ich rede mal mit jemandem darüber oder ich nehme mal ein paar Heilkräuter oder Vitamine oder Mineralien oder was auch immer. Das ist natürlich nicht geworden. Es geht darum, dass wir das erkennen und dass immer mehr Menschen das erkennen. Denn sonst kann es auf diesem Planeten wirklich ums Überleben gehen. Wir werden vergiftet nach Strich und Faden. Also in allen Bereichen, ob das die Ernährung ist, ob das die Chemtrails sind, die in die Luft gesprüht werden, kann man glauben oder nicht. Man kann es sehen, manchmal ganz deutlich, und man kann Kondensstreifen von Chemtrails schon deutlich unterscheiden. Die sehen einfach ganz anders aus und verhalten sich unterschiedlich. Und wir atmen Dinge ein heute, die in der Luft sind, die nicht gesund sind. Und die gehen in den Boden, gehen ins Wasser. Die Mikroorganismen im Boden werden getötet und wir werden große, große Probleme haben, wenn das alles so weitergeht. Was können wir als Einzelne denn machen? Ja, wir können als Einzelne nicht die Welt ändern, aber wenn sich viele ändern und das tun sie, dann wird sich die Welt verändern. Und mir geht das manchmal einfach viel zu langsam, deswegen stelle ich mich hier vorne hin und versuche den einen oder anderen noch aufzurütteln und sage, Mensch, mach auf, merkst du nicht, was hier läuft? Weil man kann es niemandem aufzwingen. Es gibt Leute, die wollen einfach gerne schlafen. Und man kann auch durch eine Krankheit gerne mal diese Inkarnation verlassen. Das ist auch alles ganz legitim. Wenn die Seele sagt, es reicht auf diesem Planeten, dann kann man sich auch mal gerne mit Chemotherapie um die Ecke bringen lassen. Dieser Notausgang sei einem gewährt. Aber ich wünsche mir doch, dass es weniger von diesem Leid geschieht und mehr Erkenntnis und dass wir unser Leben verändern können. Wir können nicht die Welt verändern, aber wir sind ja schöpferische Wesen und viele Teile. Und wenn je mehr Teile davon sich wieder daran erinnern, wo sie herkommen und darauf einigen, zu sagen, wir machen das jetzt mal anders, dann wird das auch so geschehen. Jeder kann, wie ich eben schon sagte, zumindest in seinem Leben sehr vieles verändern. Zum Beispiel einfach, indem man die kosmischen Gesetze kennt und berücksichtigt. Und ich meine nicht die 10 Gebote. Es gibt Leute, die sagen, ja, das reicht doch, wenn man sagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst dies und jenes nicht. Ich denke, das kann man sagen oder nicht, es wird trotzdem gemacht. Wenn man aber begreift, dass Gott nicht gesagt hat, 10 Gebote, ihr müsst das und das und das machen, sonst du, sondern er hat kosmische Gesetze sozusagen erschaffen oder sie sind einfach so und die wirken einfach. Das heißt, man kann dran glauben oder nicht. Es ist einfach so. Es gibt viele Gesetze. Eins, was ich am wichtigsten finde, hier zu wissen, ist das Gesetz, dass das, was ich in die Welt sende, zu mir zurückkommt. Weil das Universum im Grunde ja aus vielen, vielen, vielen Teilen von Gott besteht und die anderen sind alle Spiegel im Grunde von mir und spiegeln etwas, was in mir ist, weil Gott sich ja sozusagen geteilt hat und sich dann selber gespiegelt hat und wir sind ein Teil davon. Und so ist eben alles, was wir in die Welt senden, etwas, was als Energie zumindest irgendwann wieder zu uns zurückkommt. Und wenn wir das wissen, dann können wir schon sehr deutlich unser Leben verändern. Wenn wir, was weiß ich, jedes Mal, wenn wir irgendwo in eine Kneipe gehen, jemanden treffen, der sich mit uns prügeln will, dann können wir sagen, ja, das sind ja alles Idioten in den Kneipen, Mensch, kann ich ja auch nichts für. Dann sind wir im Irrtum. Wir sollten dann lieber fragen, wieso passiert mir das immer wieder und was ist mein Anteil daran? Ich erzähle gerne ein Beispiel aus 15 Jahren Taxifahren, die ich gemacht habe, weil ich da wirklich gesehen habe, dass sich mein Leben verändert hat, nachdem ich mich verändert habe, nicht nachdem sich die Taxikunden verändert haben. Also die ersten 10 Jahre wusste ich nichts von all diesen Dingen. Ich dachte, Taxifahrer kann ja überfallen werden, da muss man sich wappnen. Ich habe mir eine Gaspistole mitgenommen und so weiter. Und ich bin ja jetzt nicht so der Kräftigste, aber ich habe mich dann auch schon eher mal gedacht, ein bisschen breiter gemacht und gedacht, naja, bevor die mich angreifen, sage ich mal, ey, was willst du? Also selber mal ein bisschen
breiter machen, als man eigentlich ist, weil ich dachte, die Welt ist so und als Taxifahrer muss ich mich notfalls eben auch gegen Angriffe zur Wehr setzen. In den ersten 10 Jahren bin ich 6-mal angegriffen worden, also wo ich wirklich mich irgendwo auf den Boden gewälzt habe. Ich habe es alles überstanden, aber in dem Augenblick weiß man manchmal nicht, ob es nicht vielleicht die letzte Stunde ist. Gut, ich habe das alles überlebt, aber nach 10 Jahren irgendwann hörte ich von diesen ganzen esoterischen Dingen, von diesen Vorstellungen von kosmischen Gesetzmäßigkeiten und so weiter. Und ich fand das sehr viel interessanter als alles, was ich vorher so in der Schule oder im Religionsunterricht oder sonst wo gelernt habe oder in den Nachrichten oder im Fernsehen. Und ich habe zwar auch meine Zweifel gehabt, aber es leuchtete mir irgendwie ein, dass das, was ich in die Welt sende, zu mir zurückkommt. Das ist doch ein sinnvolles Geschehen. Da könnte man sagen, dann gibt es auch eine höhere Gerechtigkeit. Das macht, das ergibt Sinn. Man kann keinen Sinn machen, das ergibt Sinn. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn das so ist, dann bin ich ja der Erste, der sich verändern muss. Also dann habe ich geguckt, was war mein Anteil daran? Da muss ich zugeben, ja okay, ich bin ja dann auch aggressiv geworden. Ne? Also wenn jemand gesagt hat, hier will im Taxi rauchen, und ich sagte, nö, und der raucht weiter, dann bin ich in den Anker gegangen, habe die Tür aufgerissen, habe gesagt, raus hier. Also ich hatte auch meinen Anteil Aggressivität da drin, weil ich dachte, ich muss mich ja als Taxifahrer durchsetzen, sonst tanzen die mir irgendwo auf der Nase rum. Also ich hatte meinen Anteil daran, habe ich gesagt, okay, mal vielleicht einfach wieder ein bisschen zurückschrauben, einfach mal bewusst machen, beim nächsten Mal gucken, kann man vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Da habe ich gesagt, okay, dann brauche ich auch die Gaspistole nicht mehr. Das heißt, ich habe nicht gewartet, bis die Leute mich nicht mehr angegriffen werden, sondern habe gesagt, das ist ja auch etwas, was im Grunde vorgibt, dass es Stress gibt, dass ich die Gaspistole dabei habe. Ich habe mich darauf vorbereitet. Also vielleicht zieht das ja auch an. Habe ich gesagt, okay, lasse ich einfach mal wieder zu Hause, hatte ich ja zu Anfang auch nicht, also ich werde es hoffentlich überleben. Und ich habe es überlebt. Die nächsten 5 Jahre wurde ich nicht mehr angegriffen. Es gab sehr viel weniger Streit beim Taxifahren. Teilweise sind mir die Kunden, mit denen ich mich schon mal gestritten hatte, dann nochmal wieder begegnet. Und dann hat er vielleicht gesagt, du entschuldige letztes Mal, ich war wirklich so besoffen, tut mir leid, dass ich, da habe ich gesagt, ja, tut mir auch leid, ich habe auch ein bisschen überreagiert. Da hat also sowas nachts auf dem Weg zum Puff im Taxi sowas wie Vergebung stattgefunden. Also das funktioniert auch. Das ist wunderschön. Wie gesagt, ich bin in den nächsten 5 Jahren nicht mehr angegriffen worden und der Level von Aggressivität und Gewalt in meinen 15 Jahren hat sich also so entwickelt. Also deutlich verändert und zwar nicht, weil sich auf einmal alle Taxikunden verbessert haben, sondern weil ich mich verändert habe. Sie müssen jetzt nicht alle 15 Jahre Taxi fahren, um die kosmischen Gesetze kennenzulernen, aber ich empfehle jedem, in seinem Leben mal zu gucken, ist da etwas, was mir immer wieder begegnet? Immer wieder habe ich die gleichen Sachen mit meinem Partner oder mit den Nachbarn und immer wieder gibt es irgendwo da Stress und einfach da mal gucken, was ist mein Anteil daran? Es ist ja immer ganz leicht, wie kleine Kinder das auch mal machen, zu sagen, ja, der hat angefangen oder die hat angefangen. Ich kann da nichts für, die anderen sind alle blöd und der Nachbar, das ist auch einer. Ne? Da gibt es ja diesen schönen Witz, wo sich ein Mann eine Bohrmaschine von seinem Nachbarn leihen will und wohnt in so einem höheren Haus und geht so die Treppen hoch und dann denkt er, naja, letztes Mal war ja auch schon ein bisschen komisch, ich hoffe, der leiht mir die Bohrmaschine. Und dann geht er weiter und sagt, eigentlich ist das ja auch ein Arsch, ne? Der hat ja, also eigentlich, wahrscheinlich wird er sich tierisch aufregen, wenn ich ihn jetzt nach einer Bohrmaschine frage. Und die ganze Zeit gehen so die Gedanken durch seinen Kopf und dann ist er endlich oben, klopft und sagt, behalt doch deine scheiß Bohrmaschine. Ist auch gar nichts passiert, aber er hat sich so viel Gedanken gemacht, was das alles passieren könnte. Und das machen wir auch alle. Also einfach mal drüber nachdenken, was in unserem Leben immer wieder so oder so läuft, wo wir uns fragen, was ist mein Anteil daran? Wir fragen es uns meistens nicht. Wie gesagt, wir sagen, die anderen sind schuld. Wir können sagen, ja, die Politiker sind schuld oder die Hochfinanz oder die Freimaurer oder die Bilderberger oder der Nachbar oder die Frau oder wer auch immer oder der Mann oder was. Es gibt 1000 Möglichkeiten, die Schuld abzuwälzen auf andere, nur das funktioniert nicht. Es geht wirklich darum, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, weil wir sind ja Schöpfer. Wenn wir das erkennen,
dann haben wir uns eigentlich alles erschaffen, was in unserem Leben ist, mit unseren Gedanken und Gefühlen und kriegen das immer wieder zurück, was wir quasi selber in die Welt senden. Wir können doch nicht die ganze Zeit griesgrämig und mies drauf sein und die Leute anpöbeln und dann erwarten, dass alle Leute nett zu uns sind. Das funktioniert einfach nicht. Ist doch ganz klar. Aber es gibt Leute, die erkennen das nicht und sagen, ach, die sind alle doof, die Nachbarn hier und alle, ach, mein Chef, alles Arschlöcher. Ja, mal in den Spiegel schauen. Wie gesagt, und vielleicht die Verantwortung übernehmen. Man kann sich eben tausendmal beklagen und sagen, ich bin ja nicht schuld an meinem Leben. Oder vielleicht doch. Ich habe mir das geschaffen, okay, ich bin jetzt hier. Gut, was liegt denn im Argen in meinem Leben? Okay, mal gucken. Warum habe ich mir das erschaffen? Was ist mein Anteil daran? Mache ich vielleicht die gleichen Sachen, die ich den anderen vorwerfe? Manchmal sieht man das gar nicht. Ich hatte mal jemand, der hat dann so erzählt, dass seine Frau, jetzt gerade wo sie schwanger ist, dauernd raucht. Dann hat mir dann, das ist unglaublich, die ist ja dauernd am Rauchen, während die schwanger ist. Das kannst du dir nicht vorstellen, verstehe ich gar nicht. Ne? Hat irgendwie selber nicht gemerkt, naja, aber gut, man kann dann immer auf andere zeigen, aber das funktioniert einfach nicht langfristig. Und wie gesagt, wenn mehr und mehr Menschen, die ich ist, diese Erde ist so wunderschön und ich liebe das Leben so unendlich. Und es ist aber auch so traurig, mit anzugucken, was es alles auf diesem Planet an Leid und Schmerz gibt. Aber es ist alles im Wandel, das ist das Schöne. Mehr und mehr erkennen die Menschen, dass sie manipuliert werden. Sie glauben nicht mehr alles, was ihnen vorgesetzt wird. Und so ist ja eine große Chance da, dass sich die Dinge verändern. Ein wichtiger Aspekt davon, der ist natürlich ganz klar eine Voraussetzung, ist die Reinkarnation. Und ich will Ihnen das kurz vorlesen, wer es noch nicht kennt, den Inkarnationsvertrag. Wer kennt den? Doch ein paar. Darf ich ihn noch vorlesen für die anderen? Weil ich denke, es ist nicht ganz ernst zu nehmen, aber wenn man das zu Hause an die Tür seines Gästeklos hängt, dann hat man immer interessante Gespräche mit seinen Gästen. Also Inkarnationsvertrag, Paragraph 1. Sie erhalten einen Körper. Dieser Körper ist neu und einmalig. Niemand sonst bekommt den gleichen. Paragraph 2. Sie erhalten ein Gehirn. Es kann nützlich sein, es zu benutzen. Paragraph 3. Sie erhalten ein Herz. Die besten Resultate erzielen Sie, wenn Hirn und Herz ausgewogen benutzt werden. Paragraph 4. Sie erhalten Lektionen. Niemand bekommt exakt dieselben Lektionen wie Sie oder kann sie Ihnen abnehmen. Paragraph 5. Sie können tun, was Sie wollen. Alles, was Sie anderen antun, kommt zu Ihnen zurück. Paragraph 6. Eine Lektion wird so lange wiederholt, bis sie begriffen wurde. Auch inkarnationsübergreifend. Paragraph 7. Dieser Vertrag ist für alle gleich. Es gibt keine Privilegien, auch wenn einige das behaupten. Handschriftliche Änderungen haben keine Gültigkeit. Paragraph 8. Sie bekommen Spiegel, um zu lernen. Viele Spiegel sehen aus wie andere Körper. Sie sind aber dazu da, Ihnen etwas zu zeigen, das in Ihnen ist. Paragraph 9. Wenn Ihr Körper zerstört wird oder aufhört zu funktionieren, bekommen Sie einen neuen. Es kann zu Wartezeiten kommen. Paragraph 10. Der Inkarnationsvertrag läuft erst aus, wenn alle Lektionen zu einem befriedigenden Ergebnis geführt haben. Paragraph 11. Was befriedigend ist, bestimmen Sie. Dann gibt es noch ein paar nützliche Hinweise und Tipps. Ziel ist es nicht, beim Verlassen eines Körpers möglichst viel Geld zu haben. Es gibt keinen Bonus für Berühmtheit oder Beliebtheit. Sie müssen sich nicht an den Fehlern anderer orientieren. Regeln sind dazu da, überprüft zu werden. Behauptungen anderer über das Ziel können Ablenkungen sein. Sie können nichts falsch machen, es kann höchstens länger dauern. Aber Zeit ist eine Illusion. Sie haben Zugriff auf alle Antworten über eine spezielle Verbindung in Ihrem Herzen. Alles innerhalb des Schulungsraumes reagiert auf Herzensausstrahlung. Versuche, den Schulungsraum zu beschädigen, führen zu Einschränkungen. Niemand kann Ihnen die Verantwortung abnehmen. Gewalt führt niemals zu einer Lösung. Es kann nützlich sein, darauf zu achten, welche Situationen sich wiederholen. Drogen, legale und illegale, können die Wahrnehmung der Lektionen verfälschen. Nur weil alle sich auf eine Weise verhalten, muss das nicht bedeuten, dass es richtig ist. Es gibt selten nur eine richtige Lösung. Sie können einen Antrag auf Vergebung stellen. Es gibt keine Extraklauseln für niemanden. Sie werden geliebt.
auch wenn sie in der Bronx oder Somalia sind. Alles andere ist Täuschung. Lektionen sind besondere Gelegenheiten, sich zu entwickeln und keine böse Absicht. Es kann riskant sein, seinen Körper anderen anzuvertrauen. Andere in der Entwicklung zu behindern, bringt keinen Vorteil. Sie bekommen vorzugsweise während der Nachtstunden Gelegenheit, den Körper zu verlassen. Erinnerungen an Erfahrungen außerhalb des Körpers werden nicht im Körper bzw. Gehirn gespeichert. Herumspielen an ihrem Körper ist ihr gutes Recht. An den Körpern anderer erfordert deren Einwilligung. Abgucken ist sinnlos. Wer ihnen eine Lebensversicherung anbietet, ist ein Betrüger. Das mutwillige Beenden einer Inkarnation führt zu viel unnützen Papierkram. Gibt's Kaffee? Wissenschaftliche Gutachten und heilige Schriften dienen der Verwirrung. Es geht nicht darum, Erster zu sein. Es geht nicht darum, cool auszusehen. Aber niemand macht in ihrer Situation eine bessere Figur als sie. Sie sind nicht der Einzige, der am Sinn des Inkarnationsvertrages zweifelt. Da sie diesem Vertrag aber zugestimmt haben, ist es unnütz, sich darüber zu beschweren, dass sie hier sind. So, ja, da sind eine ganze Menge Sachen natürlich drin. Danke. Über die man nachdenken kann oder über die ich schon gesprochen habe. Ich mache gleich mal die Pause und dann will ich einfach Ihre Fragen hören. Natürlich kann man über alles unendlich lange reden und philosophieren und sich streiten und diskutieren. Ist alles okay. Wie gesagt, ich habe nicht die Wahrheit und die Weisheit gepachtet, sondern es sind meine Gedanken, meine Herleitungen, wie ich das Universum vielleicht verstehe, wie ich es im Moment sehe und die Hoffnung, dass im Moment wirklich mehr und mehr Menschen sich nicht mehr manipulieren lassen, dass die Manipulationen nicht mehr so funktionieren wie noch vor 5 oder 10 oder 20 Jahren, dass die Menschen erkennen, dass sie schöpferische Wesen sind und dass sie nicht die Welt ändern, indem sie einfach sagen, so schnipp, jetzt ist alles anders, sondern indem sie in ihrem Leben aufräumen, einfach gucken, was habe ich da in die Welt gesendet, was kommt zu mir zurück. Wofür habe ich noch nicht die Verantwortung übernommen? Wo habe ich die Schuld abgeschoben? Wo bin ich nicht bereit hinzugucken? Und wir haben eine Qualität, die wir Menschen haben, das ist die Liebe. Es gibt möglicherweise Wesenheiten, die diese Qualität nicht haben. Nicht, weil sie außerhalb von Gott sind. Wie auch immer man sich das vorstellen kann, wie die sich dahin entwickelt haben, dass sie die Liebesfähigkeit verloren haben. Wir können das zum Beispiel sehen, es gibt das Thema mit den Reptiloiden Außerirdischen, da kann man jetzt, ja, der eine sagt so ein Quatsch, der andere sagt, finde ich interessant, ich will da gar nichts behaupten, aber es gibt Menschen, die das auf geistiger Ebene sehr klar sehen können, dass es diese Wesenheiten gibt und die haben eben nicht diese Liebesfähigkeit, das heißt, die sind auch eiskalt und mitleidlos dazu in der Lage, die übelsten und grausamsten Dinge zu tun, was nicht heißen muss, dass sie böse sein müssen. Aber sie haben eben nicht dieses Mitgefühl, das wir haben. Und sie versuchen uns dahin zu bringen, dass wir auch diese Qualität vergessen und dass wir, also sie haben auf diesem Planeten möglicherweise sehr viel Einfluss und es geht über ein Logensystem und so weiter, so dass die ganze Welt davon manipuliert wird und zum Beispiel wird propagiert eine gefühllose Sexualität, das heißt, Sex ist ja was Schönes, aber man kann es entweder mit Respekt und mit Liebe und mit zärtlichen Gefühlen machen oder man kann es kalt und mit Hilfsmitteln und auch sogar mit Schmerzen machen und dann gibt es Sadomaso und was weiß ich alles für Praktiken, die heute sehr propagiert werden. Das wird uns im Fernsehen also alles Mögliche vorgesetzt, was eben immer wieder diese kalte Sexualität verbreitet und da sollte man einfach unterscheiden und gucken, wie fühlt sich das an. Wir haben in uns eine Schnittstelle mit dem gesamten Universum. Wir sind ja nicht getrennt von Gott, wir sind verbunden mit allem. Alles ist im Grunde, auch diese Teilung von Gott, nichts ist geteilt oder getrennt, sondern alles ist miteinander verbunden. Und wir haben die Schnittstelle in unserem Herzen. Und das ist eine Schwingung, die höher ist als alles, was diese Kräfte manipulieren können. Sie können uns manipulieren über den Verstand, sie können uns manipulieren über die Emotionen, über den Solarplexus. Also da sind Möglichkeiten, wo sie uns sehr gut manipulieren können und das hat auch immer wunderbar funktioniert, indem sie uns zum Beispiel hier unten Angst machen, weil da irgendwo ein Terroranschlag oder irgendwas Schlimmes passiert und dann sagen, ja, da müssen wir jetzt gegen
die kämpfen, weil die haben den Terroranschlag begangen. Und na gut, wir können vom Verstand vielleicht heute auch hinterfragen, war das wirklich so? Vielleicht war das ja selbst inszeniert, dieser Terroranschlag. Aber gut, das Entscheidende ist, dass wir eben im Herzen höher schwingen als all das, was manipuliert werden kann. In dieser Welt werden wir immer davon abgehalten, uns mit dem Herzen zu befassen und mit Liebe. Da wird in der Schule oder in den Nachrichten nicht von geredet. Es wird auch versucht, eben alles wirklich zu trennen, auch diese Liebesfähigkeit abzuerziehen. Da werden Familien getrennt, die Kinder weggerissen von Ämtern und so weiter. Wir haben ja viele dieser Themen auch bei Bewusst TV, wo es ganz viele Einzelschicksale gibt, die einfach zeigen, da ist eine kalte, gefühllose Manipulation hinter, die uns auch alle von unseren Gefühlen trennen soll. Deswegen ist es wichtig, wir können es ja bewusst machen, uns dessen bewusst sind, dass wir uns wieder daran erinnern, dass wir nicht nur den Verstand und das Bauchgefühl haben. Es gibt ja Leute, die sagen, hör auf dein Bauchgefühl. Nein, Bauchgefühl sind auch Emotionen, die können auch manipuliert werden. Das heißt, man kann uns Bauchgefühle erzeugen durch starke Emotionen, durch starke Ereignisse. Aber hier haben wir etwas, was höher schwingt, was nicht manipuliert werden kann. Das ist die stärkste Kraft im Universum, und wenn wir uns an die wieder erinnern, dann können wir diesen Planeten verändern, die Menschheit verändern, und wir sind da drin dabei, das zu tun. Und es sind viele, viele Wesenheiten hier inkarniert, um uns im Moment zu helfen. Wir sind nicht alleine, wir sind nicht getrennt von Gott, wir müssen nicht irgendwo zum Vatikan oder in die Kirche oder nach Lourdes oder sonst wohin und Mutter Maria anbeten oder so, können wir alles machen, aber es ist alles viel näher dran und wir sind nicht alleine, es sind Schutzengel da, die uns helfen, die nur darauf warten, dass wir sie bitten, die natürlich nicht eingreifen, ohne dass wir sie bitten, weil sie uns auch respektieren, unseren freien Willen. Das heißt, wir sollten das nutzen, dass wir Helfer haben. Und wir sollten uns immer wieder daran erinnern, was wir eigentlich sind. Nämlich nicht der kleine Taxifahrer oder die Putzfrau oder die Sekretärin oder der Hartz-IV-Empfänger oder was auch immer, der irgendwo das Gefühl hat, ja, ich muss strampeln, damit ich Geld verdiene, damit ich überleben kann. Nein, wir sind großartige geistige Wesen, die hier inkarniert sind in einer Welt, um diese Erfahrung zu machen. Und wir haben das vergessen und wir dürfen uns daran erinnern. Und jeder von Ihnen ist einmalig und einzigartig. Denken Sie nicht jetzt, weil ich hier vorne stehe und die ganze Zeit rede, dass ich mehr wert bin als Sie oder besser bin oder gut, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung damit, ein Mikrofon festzuhalten, aber das ist nicht das Entscheidende. Jeder Mensch ist einzigartig. Niemand kann das machen, was Sie machen können. Jeder hat eine bestimmte Qualität, hat eine bestimmte Aufgabe vielleicht oder hat sich vorgenommen, da unten auf der Erde ist ja ein Saustall, da gehe ich jetzt mal runter und räume da auf. Und wir haben das vergessen, weil man das uns auf der Erde natürlich nicht erzählt und weil wir bei der Geburt eben auch diesen Schleier des Vergessens bekommen, weil wir sonst immer wieder auch alte Spiele vielleicht noch durchspielen würden. Das hat durchaus seinen Sinn, dass wir vergessen, was in früheren Inkarnationen war. Sonst würde ich jetzt in diesem Leben immer noch den Mörder aus meiner letzten Inkarnation suchen und sagen, den werde ich, wenn ich den finde, den, der kriegt aber was. Deswegen haben wir es vergessen, aber wir können uns jetzt wieder daran erinnern. Und es sind so viele großartige Wesen hier in diesem Saal. Ich bedanke mich erstmal, dass Sie hier sind, nicht hier in diesem Saal, sondern in dieser Inkarnation zu dieser Zeit, denn es ist die spannendste Zeit. Und jeder von Ihnen macht einen Unterschied, egal ob er jetzt Vorträge hält, Bücher schreibt oder einfach nur in seinem Umfeld die Energie verändert. Wir alle können irgendwo hingehen und dann die Energie aufnehmen, die da ist. Wir können in eine Kneipe gehen und sagen, hier ist eine scheiß Energie und oh, ja, ich fühle mich ja auch scheiße. Oder ins Krankenhaus und die Leute bestätigen sich alle gegenseitig da drin, wie schlecht es ihnen noch geht und sagen dann, hier hast du da, und ich habe schon künstliches Kniegelenk und ich habe und da, ne? Man kann sich da gegenseitig dann reinreden und sagen, oh, die Welt ist schlecht, hoffentlich ist das bald alles vorbei. Aber man kann es auch sehr umgekehrt machen, nämlich dass man seine eigene Energie anhebt und sich, das ist eine bewusste Arbeit, die jeder immer wieder machen kann und sollte. Nicht immer leicht ist, mir geht es auch nicht immer gut,
glauben Sie mir, ich hänge auch manchmal durch und denke, oh, was soll das hier, reicht langsam. Aber es ist eine bewusste Arbeit, eben sich in eine höhere Schwingung bringen zu können, und das können wir verbreiten. Wenn wir dann rausgehen irgendwo hin, dann werden die Leute es auch wahrnehmen und sagen, Mensch, der hat eine tolle Ausstrahlung vielleicht. Ich nicht vielleicht, aber andere. Das heißt, wir können diese Welt verändern in ihrem Umfeld, und wir können Licht verbreiten, auch wenn wir, wenn wir das nicht sehen können und wenn wir sagen, so ein esoterischer Quatsch, es funktioniert. Es gibt Menschen, die können das wahrnehmen, wie einige wenige Menschen zusammen auch ganz große Felder erschaffen können. Das kann vielleicht ein Einzelner, aber wenn, wie heißt es bei Jesus, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, das ist sehr kraftvoll. Und wenn noch mehr Menschen zusammen sind, die das bewusst machen, ihre Herzensqualität ausdehnen und das Licht ausdehnen, das sie hier auf der Erde ausdehnen wollten und wollen, dann kann das sehr kraftvoll sein. Und das kann ein ganzes, eine ganze Region verändern und Einfluss haben. Natürlich sind die anderen Mächte auch nicht untätig. Die beschießen uns immer wieder, wo es nur geht. Und das kann so subtil sein, da kann irgendjemand, der nicht gut drauf ist, der kann ihnen in den Rücken fallen, weil er eben benutzt wird von diesen negativen Kräften. Aber sollten wir uns bewusst machen, dass wir eben auch geschützt sind. Wir sollten um den Schutz bitten, dankbar sein für das, was ist. Und wir können eben gemeinsam auch immer wieder die Qualität, die Schwingung anheben. Das ist einfach physikalisch auch. Ne? Jeder fühlt das, wenn er eine niedrige Schwingung hat, dann kann man eben auch in so eine Abwärtsspirale kommen und sagen, ach, das hat ja alles keinen Zweck hier, bis zum Selbstmord. Nur das ist auch keine Lösung. Aber dann denkt man ja, oh, ich muss ja, das habe ich ja jetzt verbockt, da muss ich gleich wieder runter. Aber wir können eben hier sehr viel verändern auf diesem Planeten, also nicht denken, was kann man denn tun? Es geht nicht darum, große Reden zu schwingen, wie Joe Conrad, oder Bücher zu schreiben, sondern jeder kann um sich herum die Dinge verändern. So, ich mache jetzt eine kleine Pause, da können wir was trinken, und danach beantworte ich Ihre Fragen. Vielen Dank erstmal soweit.